Juhu! So, hier ist die Kamera. Das Lofe. Vielleicht in dieses Eckchen. Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Alnatura Haul für euch vorbereitet. Normalerweise geht mein Mann immer einkaufen und der holt samstags immer die ganzen Einkäufe. Ich bin hier für den Haushalt und die Kinder dann zuständig. Vielleicht habt ihr das in meiner Samstagroutine gesehen hier. Ich bin ja praktisch an der Quelle und hole mir dann immer so zwischendurch das ein oder andere extra. Und diesmal habe ich mir ein paar Extras zu viel geholt. Die habe ich alle hier in meiner Jeans-Bag. Ja, jetzt packe ich mal alles nach und nach aus und zeige euch, was ich Tolles gekauft habe. Beginnen wir mal mit Kosmetik-Sachen. Da könnte ich immer wieder was mitnehmen, weil es wirklich nicht wenig Sachen gibt, die ich gerne hätte. Aber man muss ja auch ein bisschen aufs Geld gucken. Und ich mache es so, dass ich immer eine Sache gerne aufbrauche, bevor ich mir die nächste hole. Spart Müll. Ich habe mir endlich mal wieder neue Nagellacke gegönnt. Und zwar diese drei Stück hier von Benecos. Benecos hat so eine Reihe von ganz bunten Sachen rausgebracht und ich habe jetzt hier einfach total frühlingshafte, sommerliche Töne. Peach Sorbet ist der eine und Pink Forever ist der andere Nagellack und dann noch so ein Topcoat für obendrauf. Wenn ihr jetzt nicht die ganze Zeit die Hände wäscht und am Spülen seid und auch Handschuhe bei der Hausarbeit trägt, dann hält der Nagellack ganz gut. Ansonsten, Leute, das ist ohne Giftzeugs drin, ohne Formaldehyd und deswegen halten diese Nagellacke halt keine Woche. Das ist mir wurscht. Also für 3,99 glaube ich, kosten die, ist das absolut in Ordnung und ich mag die total. Und das Tolle ist, man kann die auch kombinieren, sollte vorne dann der Nagellack abgehen, ja, gehe ich dann mit dem zweiten Ton einfach vorne an die Spitze und dann habe ich so einen Two Colors Nagellack. Ne? Sieht immer ganz fresh aus und ja. Gefällt mir ganz gut. Dann mein Lieblingslippenbalsam momentan ist der von Lavera, ist vegan. Meine Lippen fühlen sich einfach total schön und weich an und das können auch meine Jungs benutzen. Der ist klar, setzt sich auch nicht irgendwie ab oder hinterlässt irgendwelche Spuren. Wirklich ein Top-Produkt. Nachdem ich ja einen krassen Ausschlag bekommen habe und nicht mehr wusste, was mir geschieht. Ich habe immer noch hier so ein bisschen die Nachwirkungen davon. Vielleicht sieht man das hier. Ich habe die Kamera extra ein Stückchen weiter hin. Dass man das nicht so genau sieht, habe ich mir gedacht, ich muss meiner Haut jetzt unbedingt eine Pause gönnen. Und ich habe mir dann von Dr. Hauschka dieses Gesichtöl hier geholt. Ich wasche mein Gesicht mit einer ganz milden Pflege. Ich habe da so ein Sensitive Waschgel. Und dann nehme ich hier 2-3 Tropfen von diesem Öl auf meine feuchte Hände. Und mein Gesicht ist dann währenddessen auch feucht. Und ich reibe das dann so hin und tupfe das so auf mein Gesicht. Dieses Öl ist so winzig. Ich zeige euch mal die Größe. Das sind nur 5 ml drin. Es ist so klein, dennoch sehr ergiebig. Da braucht man wirklich nur 2 Tröpfchen. Aber da muss man halt aufpassen, weil da ist leider, das ist einfach nur so ein Gläschen mit so einer Öffnung. Und da muss man halt ganz vorsichtig das herauströpfeln. Zum Testen optimal, weil ich wollte nicht gleich das große Öl kaufen. Das gibt es nämlich auch in groß. Und ich finde diese Mini-Packungen von Hauschka voll genial, weil man da einfach mal testen kann. Vertrage ich die Creme oder das Öl oder vertrage ich es doch nicht? Es gibt nämlich immer so ein paar Inhaltsstoffe, auf die einige Leute halt dann allergisch reagieren. Ich habe Kundinnen, die holen sich dann immer diese Mini-Packungen, zum Beispiel auch die Rose-Tagescreme. Von Dr. Hauschka zum Beispiel. Die sind total begeistert und denen reicht diese kleine Packung. Die kommen lange damit klar und die Kosten, ich blende es euch mal ein. Ich kenne die Preise jetzt leider nicht mehr auswendig, aber ich finde diese Mini-Packungen total toll. Das ist für mich das erste Mal, wo ich Dr. Hauschka benutze und ich finde, dass das meine Haut auf jeden Fall füttert. Denn meine Haut, die war echt total fertig jetzt, ey. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe keine konkrete Gesichtspflege momentan. Ich benutze einfach Öle, um zu sehen, wie ich die vertrage, ob meine Haut wieder besser wird, ob sie Feuchtigkeit bekommt. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche. Es ist zwar erst April, aber die letzten Tage waren brutal warm. Wir hatten brutale Sonne und ich bin froh, dass ich mit dieses Eco Cosmetics Sonnenpflegemilchprodukt geholt habe für die Kinder. Das ist für Baby und Kids, steht drauf.
Was ich an Eco jetzt nicht so mag, was heißt an Eco, an allen mineralischen Cremes mag ich das halt nicht. Die hinterlassen halt diesen weißen Film, Leute. Das hinterlässt halt so eine weiße Schicht. Aber ich finde es immer noch nicht so schlimm jetzt wie bei manchen anderen. Ich habe von dem mal so eine Pflege geholt. War das von Alverde? Wow, die war krass. Und meine Kinder sahen aus wie kleine Geister. Ja? Wenn wir zu viel Sonnenmilch benutzen, kann Vitamin D in unserem Körper nicht produziert werden. Ja, weil Vitamin D, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, ja, wisst ihr es. Wenn nicht, dann erzähle ich euch es ganz kurz mal. Das wird mit Hilfe der Sonne und unserer Hautoberfläche hergestellt. Und wenn wir dann uns ständig anziehen mit Langarmklamotten, Sonnenbrille auf und Hut auf dem Kopf und Sonnenmilch benutzen, dann kann unser Körper kein D3 produzieren, okay? Und dann ist unser Immunsystem total geschwächt und wir werden krank. Jede Zelle unseres Körpers braucht D3, damit sie funktioniert. Und unser Körper besteht ja praktisch nur aus Zellen, versteht ihr das? Und deswegen ist Vitamin D3 sau wichtig und deswegen sollte man sich nicht ständig mit Sonnenmilch und Sonnenschutz zu kleistern. Und man sollte auf jeden Fall jetzt schon anfangen, mindestens 5 Minuten in die Sonne zu gehen, ohne irgendeinen Schutz. 10 Minuten am nächsten Tag und dann immer so ein bisschen die Dosis Sonne steigern. Und zusätzlich kann man von innen noch den Sonnenschutz, den Eigensonnenschutz des Körpers stärken, indem man viele Sachen mit Beta-Carotin isst. Vitamin A, das steckt in Karotten drin, das steckt in roten Paprika, ich glaube auch in anderen Paprikas, also in allen, in Papaya, in Mangos. Auswendig weiß ich das jetzt nicht, wenn ihr möchtet, kann ich euch unten das auch extra auflisten, wo überall dieses Beta-Carotin drin steckt. Wenn man jeden Tag etwas von diesen Gemüsesorten isst, dazu sich wirklich mit viel Grün versorgt, dazu gehört Spinat und grüne Salate allgemein, ne? Dann fährt man auf jeden Fall auf der richtigen Seite, dann kann einen auch kein Sonnenbrand erwischen. Meine Kinder habe ich sehr oft in die Sonne so gelassen und klar, wenn wir dann längere Zeit in der Sonne waren, habe ich die mit sowas dann voll geschmiert, es ging nicht anders. Sonnenschutz auf jeden Fall und dann noch ein Cappy auf dem Kopf, weil zu viel schadet natürlich. Ja, zu viel verbrennt uns und das muss nicht sein. Wir sind das ja hier in Deutschland leider nicht gewöhnt, diese Sonne. Jetzt kommen wir mal weiter, ne? Ich muss ja weitermachen, sonst wird das Video endlos. So, was wir immer brauchen können, ist dieser Kakao hier. Das ist von Naturata, ein stark entölter Kakao. Der ist halt kalorienreduziert auch. Schmeckt auch leichter. Auf 100 Gramm 10 Gramm Fett. Ich weiß jetzt gar nicht, was in einem normalen Kakao drin ist. Auf jeden Fall mehr. Und wenn meine Kinder mal einen Kakao wollen, ja, dann schnappe ich mir diesen hier. Ein Teelöffel von diesem. Ein Teelöffel Rohrzucker. Und dann noch Hafermilch. Und das wird der allerbeste Kakao, Leute. Der allerleckerste Kakao. Natürlich warm, weil der löst sich halt sehr schwer auf in kalter Milch. Das ist die gerade genannte Hafermilch. Die brauche ich immer zu Hause. Mittlerweile mache ich da auch meinen Kaffee mit dieser Hafermilch. Früher habe ich immer Kuhmilch benutzt. Mittlerweile sind wir so von Kuhmilch ein bisschen weggekommen. Wir haben schon hin und wieder mal eine Milch daheim. Einfach wenn ich mal einen Milchreis mache, einen gescheiten Milchreis, dann tue ich halt eine Milch rein. Wobei ich Milchreis mittlerweile auch mit der Hafermilch mache. Ja, am Anfang war das komisch. Ich hatte das Gefühl, es schmeckt komisch. Mittlerweile schmeckt mir die ganz normal, wie als würde ich, ja, immer schon diese Milch trinken. Ich denke mal, wenn sich die Geschmacksnerven daran gewöhnen, dann ist diese total normal und dann schmeckt einem eher die Kuhmilch ein bisschen komisch. Ups, jetzt habe ich ein Kosmetikprodukt übersehen. Alviana, die habe ich auch im Alnatura gekauft. Das ist eine Intensivhandcreme mit Bio-Arganöl. Und nach diesem Winter waren meine Hände so kaputt. Sie sind immer noch teilweise angeraut. Aber diese Handcreme, die hinterlässt einfach ein total schönes Gefühl. Ja, die fettet ein bisschen. Gerade bevor ich ins Bett gehe, gebe ich mir dann so einen richtig schönen Klecks auf die Hände. Und dann kann das über Nacht sehr schön einziehen in die Haut. Und am nächsten Morgen habe ich dann richtig schön gepflegte und weiche Hände. Also die empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr auch so raue Hände habt wie ich. Lebensbaum, Zell und Zimt. Ich kaufe immer nur Zell und Zimt. Es gibt auch andere Sorten, die aber bedenklich waren wegen irgendwelchen Inhaltsstoffen. Ich
weiß jetzt gar nicht mehr, das ist schon länger her, wo ich mich damit beschäftigt habe. Lebensraum ist einer der hochwertigsten Biomarken und da weiß man auf jeden Fall, dass das ein sehr gutes Produkt ist. Und Zimt mit Honig, entweder aufs Brot oder in Müsli reinmischen, ist top und auch fürs Herz total gut, schützt die Arterien. Zimt ist einfach der Hammer, brauche ich immer. Auch meinen Kaffee mache ich dann so eine kleine Prise. Ne? Ja, und dann komme ich zu meinem allerletzten Produkt hier in meiner Tasche und dann ist sie leer. Nämlich zum Maca-Pulver. Maca ist eines der Superfoods schlechthin und vielleicht habt ihr das schon irgendwo mal gehört. Man kann das in Smoothies reinmischen, man kann das ins Müsli reinmischen, man kann das einfach so ins Getränk reinmischen. Ich trinke das am allerliebsten im Smoothie oder eben ein bisschen in Hafermilch reinmischen. So, zeige ich euch mal erstmal die Dosis. Maximal Dosis, falls ihr es denn schon kennt und einfach nur wissen wollt, wie viel ihr davon nehmen sollt. Maximale Dosis ist so ein gestrichener Teelöffel ungefähr. Also es sind 1,5 bis 3 Gramm, habe ich gemessen. Also ich habe hier so einen etwas größeren Teelöffel, das ist so ein Kinderesslöffel. Und ich habe das vorhin mit dem gemessen. 3 Gramm sind ungefähr, ja, das ist schon fast zu viel, ne? Also so kein... Also ungefähr ein gestrichener von dem hier. Das heißt, es gibt keine Nebenwirkungen, wenn man Maca zu sich nimmt. Aber man muss halt in diesem 1,5 bis 3 Gramm bleiben. Ne? Also nicht mehr. Ganz viele Sportler, Athleten nehmen Maca, um ihre Leistung zu steigern. Denn es wirkt wirklich leistungssteigernd. Es ist proteinreich. Und es kann aber auch noch viel mehr, Leute. Es kann die Potenz steigern. Es sorgt dafür, dass viel mehr Spermien produziert werden und natürlich auch kraftvoller sind. Ne? Es steigert die Libido. Es wirkt gegen diese Wechseljahresbeschwerden. Wenn Frau zum Beispiel plötzlich, urplötzlich Depressionen bekommt oder Ängste und mehr Stress empfindet. Maca neutralisiert das Ganze, fahrt das ganze System runter. Es wirkt im Gehirn und in den Nerven. Es beeinflusst nicht den Hormonhaushalt, das müsst ihr wissen. Maca hat ganz viele Vitamine und Nährstoffe und warum sollte der Mensch nicht davon profitieren? Es ist ergiebig, wie gesagt, ihr braucht nicht viel, 1,5 Gramm bis 3 Gramm über den Tag verteilt, also auf 3 Portionen ungefähr, das entspricht ungefähr einem Drittel gestrichenen Teelöffel pro Portion. Ich habe das Gefühl, es pusht, ja, es pusht mich und deswegen würde ich das bis, keine Ahnung, 3, 4 zu mir nehmen. Ich trinke abends auch keinen Kaffee, weil mich das unheimlich pusht. Und für mich ist das einfach so ein Power Food, so ein Power Superfood, was ich mir halt gerne gönne. Und meistens halt zum Frühstück und zum Mittag so in diesen Mahlzeiten eben mit reinmische. Oder so am frühen Nachmittag. Ja! Das ist heute mein Haul gewesen. Gerne zeige ich euch demnächst noch mehr Produkte, die es so im Alnatura gibt. Ich sitze ja praktisch an der Quelle. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis die Tage. Ach ja, abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis bald. Tschüss.